Genau, jetzt müssen wir das Lagerhaus reparieren, dass wir die Pilze, die wir abbauen, auch lagern können. Oh, how fantastic! Now any worker who hasn't got more important things to do can go searching for loot bags and carry them to the stockroom. Just watch that little bugger go! Genau, jetzt wirft er nämlich die Pilze da rein. This must be one of Cruelly's minions posted as a sentry. Oh, it's a berserker, no less. I want it. Quickly, attack it with a lightning bolt. Bring up the context menu of the enemy berserker and select the lightning icon. Ja, jetzt lernen wir, wie wir noch zaubern können auf Gegner. Dazu steht uns gerade mal ein Zauber zur Verfügung, nämlich der Blitzschlag. Und damit können wir einfach mal so einen Gegner grillen. Oh, it feels good, doesn't it? I will study the corpse and soon be able to teach you how to summon such creatures into your service. Build yourself a nursery while I dissect the corpse. That is a room allowing you to spawn minions of your own. To construct a new room, you can click the management mode button or you can let's see. You can smash the hotkey, whatever that is. And this will sound totally deranged, but once you have selected to build the nursery, you're supposed to be able to rotate the room before placing it in the world. You do that by right-clicking before finally placing it with a click on the left button. Ja. Also, jetzt kommen wir zu dem Thema Bauen. Also, Räume bauen. Dafür müssen wir erstmal in den sogenannten Verwaltungsmodus, das ist der hier, den wir hier jetzt sehen können, also indem wir einfach ganz weit rauszoomen. Dadurch sehen wir auch alle Räume im Dungeon. Und hier, wo gelb angezeigt ist, sollen wir jetzt erst einmal einen neuen Raum bauen. Den können wir natürlich hier auswählen, der Hort. Kostet 15 Materialien, die wir gerade so zur Verfügung haben. So, jetzt klebt uns der Hort am Mauszeiger und den können wir, wie gesagt, mit Rechtsklick drehen, wie er gesagt hat. Und dann platzieren wir ihn hier. Also wir können ihn nur an der Stelle platzieren, weil das Tutorial uns das vorgibt. So. Jetzt kommt gleich einer unserer Imps. Also der einzige freie Imp, den wir noch haben. Na? Genau, da kommt er. Der haut sich jetzt hier kurz durch die Wand durch. So ähnlich wie bei, wie man es von Dungeon Keeper kennt. Steht dann aber da ein Pulverfass auf. Oh, I almost forgot. The nursery needs a worker to do the actual nursing. Summon a new one and assign it to the room at once. Und so sprengen wir unsere Gebäude, unsere Räume frei. Also wie ich bereits angesprochen habe, das ist mehr ein Strategiespiel. Wir bauen eben Gebäude in Form von Räumen hier und sammeln halt unsere Ressourcen. Und die Gebäude, die Räume nutzen wir dann eben. So, aber erstmal brauchen wir mindestens einen neuen Worker. Ich beschwöre am besten gleich mal zwei. So, und einen schicken wir jetzt hier an die Arbeit. Dass der Raum auch was zu jemanden zum Schaffen hat. Excellent. I'm done with my research. So bring up the context menu of the nursery. You should see the berserker listed among the basic units. Select it to spawn yourself a brand new berserker. One final note about the nursery. The spawning of units costs you some food, and the amount varies depending on what you spawn. Might be good to keep in mind. Genau. Also, jetzt können wir hier unsere Einheiten ausbilden. Und zwar gibt es drei Gruppen. Nämlich einfache, fortgeschrittene und Elite-Einheiten. Jedenfalls was Imps angeht. Später kriegen wir, soweit ich das mitgekriegt habe, auch noch andere Arten von Einheiten. Neben Imps. Aber jetzt können wir erstmal nur Berserker ausbilden als einfache Einheit. Kostet uns einer 5 Pilze. So, der wird hier jetzt produziert. Adorable, your first little impling berserker. If you let him wander, he will attack any enemy he sees. To make even better use of him, you should partner him with other units by assigning him to a squad. To add the berserker to one, open the squad's menu and simply drag the berserker icon onto the first squad location to the right. Genau. Das ist etwas Besonderes an Empire, nämlich das Gruppensystem.
Wir können nämlich einzelne Einheiten einer Truppe zuweisen, ähnlich einem Squad-System eben. Und wenn wir das machen, dann kriegen wir noch Besonderheiten für die Gruppe. Create another berserker, but this time try spawning him using the management mode. Open the menu and click the units button in the lower left of your view. Then click the berserker icon. Once he's ready for action, go back to the squads menu and assign it to the same squad. Ja, jetzt erklärt er uns noch schnell, wie wir Truppen über das Verwaltungsmenü ausbinden können, nämlich hier drüber. Genau, sieht man hier. Das ist das Truppenausbildungsmenü. So können wir schneller Truppen ausbilden, ohne immer zum Hort zurück zu müssen. So. Gut. Wir sollen dem Berserker auch eine Truppe zuweisen. Vorher möchte ich aber mal kurz erklären, was das Gute daran ist, eine Truppe zu haben. Also Berserker Einheiten lieber in Truppen zu haben als einzeln. Erst einmal sind sie in der Truppe effektiver. Sie kriegen eine Gruppenerfahrung, also neben ihrer eigenen. Also Einheiten können von Level 1 bis 3 aufsteigen. Ich weiß nicht, wie hoch Gruppen gehen können. Außerdem kann man ihnen hier die Befehle geben. Also essen gehen, trainieren gehen. Und man kann sie teleportieren, was nachher ganz nützlich sein wird. Und wenn man verschiedene Einheiten nachher in einer Gruppe hat, gibt es sogar noch Bonis. Aber dazu später dann mehr. Excellent. You can assign up to 4 units to each squad, who then will begin to behave differently than they would as single units. They will help each other out, gain experience and special squad skills. Your squads will be on guard duty by default, but that may be changed in each unit's context menu or in the squad menu. But we'll get to that later. Now it's time to locate more of Cruelly's minions and squash them to goo. It's time to pay Malister Cruelly a visit. To reach his cellar, you must order the workers to build a hallway. Start by clicking the squares I have highlighted for you, and our minions will get the job done. Genau. Jetzt erklärt uns, wie wir einen Korridor errichten können, also einfach nur einen Gang. Und mit dem sollen wir uns jetzt in den Keller von seinem Nachbarn graben, den er nicht leiden kann. Und zwar geradeaus hier durch, das ist nämlich auch der einzige Weg, wo wir graben können. Das andere ist nämlich alles, soweit ich sehe, massiver Fels, das Schwarze. Also graben wir uns mal hier durch. So, jetzt kommt einer unserer Arbeiter und hackt sich da schön durch. Genau, wir haben jetzt hier, was ich vorhin ansprechen wollte, Pilze. 75 und man kann sehen, wir können entweder Pilze oder Materialien. Ah, a gate. Deathslayer, remember that you are the only one who can interact with such objects. In order to gain access to the next part of the dungeon, you'll have to go there and pull the lever yourself. Then take a look around. Ja gut, da kommen wir gleich dazu. Also wie ich sagen wollte, Pilze und Materialien. Die sind voneinander sozusagen abhängig, was die Lagerung angeht. Also man sieht hier, wir können maximal 100 Einheiten lagern in unserem einen Lagerhaus. Wenn wir mehr lagern wollen, brauchen wir ein zweites. Aber wir können nicht 100 Pilze und 100 Materialien lagern, sondern insgesamt nur 100. Genau. Das heißt, was ab einem bestimmten Punkt hört es dann eben auf mit den Pilzen. Damit noch Materialien eingelagert werden können. Das sieht man hier. Also wir können maximal 75 Pilzeinheiten hier lagern, weil sonst könnten keine Materialien mehr gelagert werden. Wir können aber auch rechts auf das Lager klicken und dort Pilze umwandeln. Zwar zu einem ziemlich miesen Preis. Also 10 Pilze in 2 Materialien, 20 in 5 und 50 in 15. Das können wir einfach mal machen. So. Dann haben wir wieder mehr Platz im Lagerraum. Und haben ein paar Materialien gewonnen. Bei Pilze kriegen wir hier zu Genüge in der Mission. So, jetzt aber weiter mit der Hauptquest. Wir müssen ja den Hebel ziehen, um weiter voranzukommen. Was das hier übrigens ist, das erkläre ich euch später. Wenn es dazu kommt. So, erstmal den Hebel ziehen.
Und weitergehen. Oh, ein Gegner. Da helfen wir. Fantastic. A new type of minion. Give me a moment to study the carcass and you'll soon be able to summon them. Ja, jetzt kriegen wir einen neuen Schergen. There you have it. Now you can grow a scout from your nursery. Create one immediately before you finish cleaning out the area. Beschwören wir gleich zwei Scouts. Dann haben wir mal eine kleine Truppe schon zusammen. So. Und schicken die beiden Scouts hier auch in die Truppe. So. Ja, unsere erste Truppe ist voll und damit kampfstark. Gut. Da wählen wir mal Baal aus und öffnen den nächsten Gang. Und holen unsere Truppe mal hinterher. Und noch ein Minion. More minions coming up. Just give me some alone time with the corpse. Gut, wir kriegen wieder eine neue Einheit. Take a look in the nursery and summon yourself a priest or two. They are really awesome. Genau, jetzt haben wir die erste fortgeschrittene Einheit. Priester. Davon können wir gleich schon mal zwei beschwören. Death Slayer, a sparkly, gleaming treasure. You have a new objective. Genau, wir sollen jetzt die Schatztruhe da uns kaschen. Dafür müssen wir den Squad ausschalten, der davor steht. Das könnte ein bisschen heftiger werden, weil die haben auf jeden Fall einen Priester dabei, der heilen kann. Zwei Berserker und ein Speer, also so eine Art Standardtrupp für den Anfang. So, wir holen erstmal unsere beiden Priester, die wir noch haben. Am besten beschwöre ich auch gleich zwei Berserker. So. Ah, die Priester heilen hier mal kurz. Sehr schön, dann können wir ja hier aufmachen und uns um die da kümmern. So. Am besten den Priester mal kurz grillen. So. Und die killen meine Speer. Das ist immer das Typische. Take a look at the treasure chest. It's opening and all its glittering content is added directly to our treasure. Well, look what was found at the bottom of the chest. A teleport spell. Memorize it and you'll be able to teleport yourself and any unit or squad anywhere you've already visited. I'd imagine that you can cast the spell from the unit's context menu. And, try to open a context menu anywhere on the ground and see if you can't move both yourself and your squads to that exact spot. Genau, noch ein Vorteil von Truppen. Also wenn wir jetzt rechts irgendwo hinklicken, kommt das Teleporter-Menü und hier können wir sehen, welche Truppen Accumulating wealth will allow you to buy more squads. It will also add to the dungeon's reputation and attract more heroes. And more heroes means more fun. You see, treasures are the best. One final and, I dare say, crucial note about treasures. I love them. If you allow one single treasure pit to be destroyed, I will be extremely disappointed. So disappointed, in fact, that I will return home and leave you here to rot. So a suggestion, guard them with your life.